Hallo und herzlich willkommen zurück zu Krux der Big Heist. In der letzten Folge sind wir hier in der Federal Reserve Bank eingebrochen, steht hier auch zufälligerweise. Und dass wir hier Heat haben, das ist natürlich Absicht. Also mehr oder weniger Absicht. So, hier machen wir zuerst mal die Kamera aus und hauen dem danach eine über die Rübe. Das müsste, der ist jetzt einfach durch die halbgeschlossene Tür gelaufen, aber okay. Obwohl eigentlich hätte ich sogar noch eine andere Idee. Wir könnten nämlich hier den Schallsender drin platzieren ins Klo und zwei Wachen auf einmal einsperren. Ob das klappt? Höchstwahrscheinlich nicht, aber ich würde es trotzdem gerne versuchen. Ich würde es eigentlich wirklich gerne mal versuchen. Bloß ich komme da halt schlecht hin, außer wenn beide hier oben stehen. Und das wäre dann ein bisschen arg gefährlich. Aber wisst ihr was? Ich probier's mal aus. Ich probier's tatsächlich mal aus. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Ich zeig euch, was beweglich heißt. Nee, das ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Ich kann hier schlecht hin. Aber sonst ist alles gut. Moment mal. Geht ihr mal wieder zurück? Wo schaust du dich hier um? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Ich wahrscheinlich da unten, so wie ich diese blöde KI kenne. Nein, die schaut sich bloß hier und da um. Gut, soll mir recht sein. Ich möchte die zwei Wachen hier irgendwie in dieses Klo reinlocken. Auch wenn das vielleicht etwas komisch kommt, wenn da zwei Wachen aufs Klo gehen gleichzeitig. Aber okay. So, du bist jetzt wieder auf deinem Posten. Das Einzige, ich habe jetzt natürlich das Timing durcheinander gebracht, was nicht so sonderlich toll ist. So, gehst du jetzt nach rechts oder nach links? Das wäre die große Preisfrage. Gehst du jetzt nach links oder nach rechts? Ich hoffe nach rechts. Super. Dann könnten wir hier nämlich den Schallsender platzieren. Dann könnten wir hier nämlich den Schallsender platzieren. Bitte. Dann hier wieder entfliehen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Möchtest du? Dankeschön. Gut. Eins, zwei. Da müssen wir jetzt bloß noch rein und dann die Tür zumachen. Ich hoffe, das funktioniert. Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Bingo. Jaha. Okay, super. Dann können wir hier nämlich jetzt ganz gemütlich einfach vorbeilaufen, ohne dass wir irgendwelche Probleme... Wo ist ein Robo? Da unten ist Robo. Können wir da einfach ganz gemütlich vorbeilaufen. Und die zwei Wachen sind hier ins Klo gesperrt. Ich finde das so toll. So, hier haben wir eine Panzertür. Hier haben wir eine Panzertür und hier könnten wir uns dann auf den Schalter stellen. Hier könnten wir... Wozu ist der Zeitschalter? Der ist bloß für die Tür. Also kommt mal jemand darüber. Ich würde mal sagen Rocket. Weil hier machen wir die Tür auf und hier machen wir die Tür auf. Richtig. Dann müssten wir das Ganze bloß noch richtig timen. Nämlich jetzt zum Beispiel. Und jetzt auf zum... Warum geht der Tresor nicht auf? Warum geht der Tresor nicht auf? Muss ich den Zeitschalter drücken? Nö. Hä? Oder muss ich da tatsächlich alle drei Schalter bedienen? Das wäre natürlich etwas doof, weil ich darauf jetzt nicht vorbereitet war. Aber okay, wenn das der Fall ist, dann brauche ich hier, dann habe ich das sogar gut gemacht, dass ich die zwei Wachen hier ins Klo gesperrt habe.
So. Die Wache hier, die wird noch ein bisschen nervig, aber ich hoffe, dass sie uns nicht entdeckt. Darum Schalter, Schalter und Schalter. Hallo. Hallo, Dankeschön. Und du kümmerst dich dann hier um das Ding. So, jetzt müsste das eigentlich aufgehen. Auf geht's. Ja, das geht auf. Ihr zwei geht da wieder von dem Schalter runter. So, prima. Prima, prima, prima. So, hier haben wir jetzt die Spur zu Murray gelegt. Und hier Was müssen ist wir dann. hier passiert? Warum hast Gibt du es uns ein Schloss zu entdeckt? knacken? Warum hast du uns Vollkommen entdeckt? richtig. So, hier gehe ich mal sicherheitshalber in Deckung. Was machst du? Bist du jetzt wieder auf deinem Posten? Du bist wieder auf deinem Posten. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Komisch, komisch. Gut, jetzt müssen wir hier bloß noch irgendwie raus. Der ist auch wieder auf seinem Posten. Das ist sehr, sehr schön. Dann schaut der sich. Oder ist er gerade am Pinkeln? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist der einfach bloß am Pinkeln. So, hier auf den Schalter, da auf den Schalter. Robby soll bitte raus. Halt. Und hier auf diesen Schalter gedrückt. Attacke. Das ist mir zu knapp. Möchtest du. Hallo. Was ist der Plan? Das gefällt mir hier gar nicht. Nein, stopp, stopp. Nein, Hilfe. Das ist schlecht. Das hier ist extremst schlecht. Ja, die Tür ist versperrt. Meine Güte, das war schon wieder fast knapp. Müssten wir hier bloß noch irgendwie entfliehen? Könnten wir eigentlich da unten das Ganze machen? Also wieder hier rüber. Und dann. Was hast du da die ganze Zeit? Eins, zwei. Und du kommst da auch mal runter. Was machst du? Da ist doch alles zu. Keine Ahnung, was mit der Wache los ist. So, hier. Eins. Wohl hier hin, damit wir nicht aus Versehen das Ganze triggern. Zwei. Drei. Und Robby kann eigentlich auch hier rüber, eigentlich sofort. Darum mache ich das Ganze auch mal. Wohl vielleicht hinter der Tür ist schlauer. Hinter der Tür ist schlauer. Schlauer ist es dort. So. Das hier umgelegt. Dann eins und zwei. Schalter umgelegt. Und eins und zwei. Und jetzt müssen wir hier bloß noch irgendwie ganz gemütlich rauskommen. Das sollte jetzt aber kein Problem mehr sein, hoffe ich zumindest sehr. Hier in den Aufzug, bitte sehr, meine Damen und Herren. Ist da eigentlich noch irgendwas Wichtiges, was ich übersehen habe? Nö, bloß drei Wachen im Klo. Das sind drei Wachen im Klo. Drei kleine Wachen im Klo. Ja. Muss ich bloß noch auf die blöde Wache hier achten. Könnte ich eigentlich auch noch zum Abschied eine über die Rübe hauen. Aber, nö. Aber, nö. Aber nö. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch. So, zack. Zack. Wir könnten eigentlich gleich die Punkte hier rüber tun. So, das hast du toll gemacht, Rufus. Wäre zwar nicht nötig gewesen, aber was soll's. Und hier denkt an die Türen, damit die beim Fahrstuhl immer zu sind. Nicht, dass noch einer rausfällt. So, prima. Auf dem Rückweg bloß nicht hängen.
verlassen. Die Sicherheitssysteme sind wieder oben. Von innen können wir sie aber überwinden. Und denk daran. Ja, ja, Heat-Level verdächtig. Ah, die Kleine hat es jetzt auch kapiert. Halt die Klappe, Rufus. So, das Einzige ist jetzt. Zuerst mal umgucken, was wir hier denn alles Schönes haben. Die Ebene ist natürlich Wächterinfo, bitte. Das hier ist natürlich wieder etwas unübersichtlicher. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schätze. Richtig, 4 Schätze, gut. Dann wäre jetzt die Frage. Hier müssen wir wieder an der Wache vorbei. Bloß davor irgendwie die Kamera hier deaktiviert. Das funktioniert am besten, indem wir hier einmal komplett außen rum gehen und die Kameras deaktivieren. Also lieber Robby hat jetzt was zum Tun. Wo sind wir? Hallo? Ach, da drüben sind wir. So, in welche Richtung dreht sich der Herr hier eigentlich um? Das würde mich mal interessieren. Die Frage ist eher, wie kommen wir da denn am besten vorbei, wenn er wieder zurückgeht? Wenn er wieder zurückgeht. Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal, bloß in die andere Richtung. Darum habe ich jetzt hier ein bisschen Angst davor, weil wir weniger Zeit haben. Weil wir weniger Zeit haben. So, hier könnte ich mich auch hinter der Säule verstecken und jetzt einfach durch. Schneller, 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 schneller. Ist gar nicht mal so schlimm, wie ich es mir erwartet habe, aber okay. Gut, hier bitte die Kameras deaktiviert. Kavusch. Prima. Du bist aber schon wieder eine blöde gepanzerte Wache, das gibt's doch nicht. Immer diese blöden gepanzerten Wachen. Ich möchte nämlich hier irgendwie an den Geldkoffer rankommen. Da könnte ich die Tür aufmachen. Da könnte ich auch noch rüber den Schaltkasten für diese Lichtschranke. Interessiert mich das eigentlich ja nicht. Die Frage ist, ich habe schon wieder vergessen, wo der Tresor ist. Der Tresor ist... Wo ist denn der Tresor hin? Hallo? Ah, hallo? Oder hatten wir überhaupt keinen Tresor mehr? 1, 2, 3... Doch, natürlich, da ist der Tresor. Da ist der Tresor. Jetzt ist er wieder weg. Oh Mann, ich habe ein Gedächtnis zum Umfallen. Wo war er denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch nicht. Da drüben. So, hier. Genau da. Warum muss er auch immer die Kameraposition ändern? Warum muss er auch immer die Kameraposition ändern? Das war hier, da. Da ist dieser blöde Tresor. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Könnten wir da irgendwas reißen? Theoretisch ja. Indem wir einfach hier durchziehen. Bloß ich weiß nicht, ob wir so dann alle Schätze bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Der Schatz hier, der würde uns fehlen. Aber die anderen drei, glaube ich, würden wir unterwegs eh bekommen. Nämlich 1, 2, 3. Das könnte eigentlich hinhauen. Was bist du für eine Wache? Jetzt hat er schon wieder die Kameraposition geswitcht. Das ist ein schneller Wächter. Das heißt, den könnten wir kurz betäuben. Den könnten wir kurz betäuben. Den Schallsender nehme ich da mal mit, auch wenn ich den gerade nicht brauchen tue. Auch wenn ich den gerade nicht brauche. Ich habe schon wieder vergessen, wo die Schätze sind. Das gibt's doch nicht. Einer war da unten. Das sind bloß 4. Warum kann ich es mir bei 9 merken, bei 4 aber nicht? Einen Tresor. 2, 3. Einer fehlt. Einer fehlt. Wo war dieser eine letzte blöde Schatz? Ich sehe ihn wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Kruzi ist komplett verwirrt. Da ist er doch. Nimm halt einfach den. Nimm halt einfach den hier. Aber das ist natürlich eine Geldkassette. Gefällt mir nicht unbedingt, aber okay.
So, jetzt müssen wir mit euch drei hier irgendwie raus. Halt, stopp. Ich habe da was Wichtiges übersehen. Da ist ein Elektrofeld. Das heißt, wir könnten uns hier drin verstecken. Ich glaube, ich könnte sogar näher rangehen. So, hier machst du bitte die Panzertür auf. Dann könnten wir nämlich hier reingehen, den Geldkoffer mitholen. Ziehen wir es durch. Ist das eine schlaue Idee, das jetzt noch zu machen? Gerade noch so. Rufus kommt dann halt später hinterher. Das ist noch kein Problem. So, hier bitte aufgemacht. Und hier müssten wir dann diesen Schalter drücken. Und das, was du gerade machst, Bishop, ist eine ganz schlechte Idee. Du sollst nämlich von der Seite die Tür aufmachen. Und nicht Tür aufmachen, durchgehen, nochmal durchgehen. Das ist nämlich eine ganz, ganz schlechte Idee, was du da machst. So, Rufus, dein Einsatz, nämlich zuerst mal hier rüber gegangen. Blöder gepanzerte Wächter, blöder Kippschalter, blöder alles. Blödes alles. So, hier hätten wir noch einen Schalter, so könnten wir natürlich auch rumgehen. Aber ich würde doch lieber den Weg hier bevorzugen eigentlich. Obwohl ich den Weg nicht machen kann, fällt mir gerade auf. Hier kann ich zwar die Elektrofelder außer Kraft setzen, aber nicht hier die Lichtschranke. Aber das hier ist ein schneller Wächter, das heißt, dem kann ich eine über die Rübe hauen. Dann kann ich von hier da durchgehen. Den außer Kraft setzen. Bloß hier habe ich dann wieder drei Lichtschranken und damit werde ich dann wohl oder übel jemanden aufschrecken. Außer wenn ich hier durchgehe, was mir aber nichts nützt. Verdammt. Hier kann ich ganz gemütlich durchlaufen, bis ich hier bin. Da hätte ich nämlich einen Schaltkasten und mit dem Schaltkasten kann ich nicht viel anstellen. Wo war eigentlich da unten war die Kameraklemme, die brauche ich noch unbedingt. Dann ist eben Plan B angesagt. Wir werden den ganzen Weg wieder hier zurücklaufen müssen. Geht aber auch schlecht. Nee, Rocket kann da durch. Das Ganze gefällt mir gerade gar nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier durch. Dann, Rocket, gehst du hier durch. Und sagst du dann demnächst. So, die Tür hat er nicht gesehen, das ist ganz gut. Läufst du da durch und deaktivierst bitte die Lichtschranken. Bisschen schneller umschauen, bitte. Die Boa Constrictor haben wir immer noch nicht. Nein, du sollst so rumlaufen, bitte. So. Da können wir nämlich ganz einfach durch. Dann die Lichtschranken deaktiviert. Dann können wir hier rein. Bloß mit Robby muss ich mir noch überlegen, weil da müssen wir den Weg wieder zurücklaufen. Außer ich mache die Tür auf und gehe hier hoch. So. Ich hoffe bloß, dass die Wache jetzt nicht auf die Idee kommt, sich hier oben umzuschauen. So, hier, da, hier. Doch, er schaut sich hier sogar um, aber noch an einer relativ schönen Position. Der wird wahrscheinlich trotzdem darüber schauen können.
Er wird wahrscheinlich trotzdem hier rüber schauen können. Das will ich gerade mal austesten. Nee. Dafür reicht seine Reichweite nicht, aber das ist mir gerade zu gefährlich, da jetzt noch reinzugehen. Ist mir gerade gefährlich. Ich warte lieber, bis er wieder auf seinem Posten ist. Auch wenn ich jetzt das Timing wieder versemmelt habe von den Wachen, aber das müsste trotzdem funktionieren. Hoffe ich zumindest sehr. Oh Mann. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Mission hier nicht sonderlich mag, aber ich mag sie immerhin mehr als dieses blöde Kraftwerk. Aber ich finde, nichts ist schlimmer als dieses blöde Gefängnis. So, 1, 2, 3 und du machst hier die Tür auf. Jetzt geht er schon wieder. Nee, ist aber egal. Hier an der Stelle ist es relativ unwichtig, weil da ja keine Wache ist, die uns sehen könnte. Ich würde gerne eine Boa-Konstriktor haben, wenn das geht. Bloß hier habe ich irgendwas Wichtiges übersehen. Den Kippschalter. Ich habe den Kippschalter übersehen. Oder nicht übersehen, sondern eher vergessen. Das ist natürlich nicht so sonderlich toll, aber noch kein Problem. Wir müssen hier einfach im richtigen Moment durch die richtigen Türen laufen. Und dann kann ich diesen blöden Schalter auch endlich drücken und dann könnten wir auch einfach unseren Standardweg gehen, wollte ich sagen. Dann könnte ich auch einfach unseren Standardweg gehen. Mann. Also manchmal frage ich mich ganz ehrlich, was ich mir manchmal bei den Sachen denke. Das war jetzt manchmal zu viel, aber es soll mir wurscht sein. Das waren manchmal zu viel. So, hier den schweren Schalter gedrückt, bitte. Das ist ein gepanzerter Wächter. Oh Mann, ich hätte einfach diesen ganz normalen Weg hier gehen können. So, jetzt sind nämlich die Felder hier alle aus. Da drüben gäbe es eh nichts mehr von Interesse. Gut, dann gehen wir halt nochmal zurück. Damit ich hier den Standardweg gehe. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Hier durch die Tür. Dann durch die Lichtschranke, wo wir hoffentlich niemanden aufschrecken, wenn wir hier an den linken Rand lang gehen. Meine Güte. Dann bloß noch die Kamera hier irgendwie deaktiviert. Das ist das größere Problem. Obwohl das bloß eine Wache ist, aber da komme ich schlecht hin. Ich könnte natürlich die Wache außer Gefecht setzen, Rocket hier durchlaufen lassen. Plus Chloroform haben wir keines, sagte er und fand es. Gut, also das ist tatsächlich so gedacht, dass man da so entlang geht. Das ist prinzipiell ganz lustig. Jetzt müssten wir hier bloß noch irgendwie raus. Und die Wachen sind jetzt natürlich genau gegenübergesetzt. So. Die Wache weg. Die Wache weg. Also sobald die sich hier umdreht, könnten wir eigentlich hier durchlaufen. Eigentlich könnten wir das, glaube ich, jetzt schon machen. Könnten wir sogar. Das, was du machst, Rocket, ist eine ganz schlechte Idee. Darum werde ich dich mal beobachten. Das funktioniert aber sogar. Bisschen schneller. Dankeschön. Boah. Meine Güte. Mein Herz. Mein armes, altes Herz. Warum tust du mir das an, du Spiel? So,
hier sind wir jetzt ganz gemütlich hier einfach hochgekommen. Das ist ganz, ganz toll. Und dann sammeln wir uns hier drüben und beenden dann auch die Folge, dass sie schon wieder 25 Minuten hat. Da müssen wir bloß noch hier irgendwie durch. Du kannst dich eigentlich schon mal um die Tür kümmern, damit die offen ist. Und sobald wir hier unten sind, sind wir wieder an dem Safe Spot. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe nämlich, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Kutzi. Auch wenn der manchmal ein bisschen verplant ist. Warum eigentlich manchmal immer? Aber was soll's. Bis dahin. Tschüss.